Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Wer Talk Gamble. Ich spiele heute mal wieder Days After. Und ich würde mal sagen, wir legen mal gleich los. Ich habe gestern ein bisschen gespielt. Werde ich euch jetzt gleich zeigen, was ich gestern gemacht habe. Also dann, viel Spaß. Okay, dann werden wir mal anfangen hier. Ich habe gestern das Bett aufgewertet. Dann habe ich gestern noch... rausgefunden, was heißt rausgefunden? Ja doch, ich habe für mich herausgefunden, dass man die Sachen hier schon reinlegen kann. Und ich war in einem neuen Gebiet drinne gewesen. Und dann kam hier dies. Ersatzteile. Schrottplatz. Oh, das ist neu. Dann noch vorher da mal hin. Ja, du bist morgen dran für die Feier. Dann laufen wir mal jetzt dorthin und schauen uns den Schrottplatz an. Alles nehmen. Ein Seil habe ich jetzt schon. Seil hatte ich die ganze Zeit in der Kiste gehabt, ich Trottel. Ich habe ja die ganze Zeit nach Seilen gesucht. Die waren die ganze Zeit in der Kiste drin. Okay. Rucksack jetzt, habe ich gerade gesehen. So, ich wollte den eigentlich looten hier. Der hat ja nichts. Scharniere. Hat er alles genommen? Ja. Mich ein bisschen verpflegen, würde ich sagen. Oh, schön. Ich kann nichts nehmen. Ah. Aber Handschuhe. Wie sieht denn meine Rüstung aus? Ach so, die gleichen. Ach, hier auch. Nieten brauchte ich fürs Bett. Fertig. Ich denke mal, das brauche ich bestimmt auch. Warte mal. Erstmal ein bisschen was hier verwenden. Damit ich ein bisschen Platz wieder habe. Hm.
nochmal. Okay. Ich würde mal sagen, was ist das denn? Okay. Ich gehe mal wieder zurück. Laufen. Betreten. Habe ich denn hier Sachen, die ich hier benutzen kann? Nee, sieht nicht danach aus. Hören wir mal nach hier oben hin. Achso. Den werde ich mir jetzt gleich mal holen. Hier waren die Scharnieren, fürchte ich, ne? Ah, ne, auch nicht. Drei Seile. Holzbretter. Das werde ich mir gleich holen. Ah, hier waren die Scharnieren. Kleber. Grüne Rolle. Kleber war noch hier. Da brauchst du noch kein Kleber, der braucht nur Nägel. Ah, warte mal. Was brauchte ich denn hier? Oh, alles merken, wo man was für braucht, ist auch ganz schön schwierig. Okay. Nichts mehr zum Essen dabei. Das muss sich ändern. Ich brauche was Kleines zum Futtern. Gut. Die sind ja auch schon fertig. Ja, das Feuer hatte ich auch noch gemacht gestern. Weil ich ja gesehen habe, dass ich ja doch Feuer Seile habe. Da war ich die ganze Zeit nach den Seilen am Suchen und dann waren die ganze Zeit welche da gewesen. Wie ärgerlich. Da unten auf der Brücke. Okay. Da, das brauchen wir.
hier gibt es sehr viel Steine, Schmutz. Freibuddeln. Okay, weiter geht's. Schauen wir mal, was da drin ist. Okay, es geht zurück zur Basis. Ich habe jetzt die einige Scharnieren oder einige Teilstücke gefunden und die müsste ich ja jetzt hier irgendwo reinbauen. Bei dem war es, glaube ich, genau. Zack, verwenden. Geht weiter. Ein Seil. Okay. Nägel und Holzbretter. Holzbretter habe ich, glaube ich, nicht. Die Nägel habe ich irgendwo hier. Dann knallen wir mal die Nägel hier jetzt rein. Schauen wir hier nochmal.
Ah, da fehlt noch einmal Nägel. Nägel, Stein und der Matsch. 25 Steine, das ist aber viel. 25 Steine. Ich habe 16 Steine. Da muss ich gleich nochmal schnell durchlaufen. Nochmal schnell zurücklaufen. Mal gucken, was vergessen. Nee, sein Matsch habe ich nicht. Habe ich auch nichts von. Ah, 6 Stück davon. Ich brauche noch mal mehr Metall. Metallschrott. Metallschrott. Blaukleber. Irgendwann mal. Hier ist es. Steine und Matsch und Nägel und Seil. Oh, so viel. Stein, Matsch. Matsch, Nägel, Seil. Zurücklaufen, Seil reinschmeißen, ein Seil fehlt noch. Ein Seil. Baumstämme. Oh. Okay, dann rennen wir schnell nochmal zurück. Brauch Steine. Aber ich muss einmal hier reingehen, oder? Warte mal. 22 Stunden. Laufen wir da hin. Da gab es Seile. Ich brauche noch ein Seil. Ein Seil noch. Oh, hier ist doch was. Und ein Seil, ein Stein. Steine. Kürbiskerne, Holz. Alles brauche ich erstmal nicht. Ziegelstein brauche ich zwar auch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Kann ja noch werden. Oh, brauche ich. Brauche ich. Ich glaube, da brauche ich alles von.
Also, schauen wir doch mal hier nach. Ich muss noch mal zurück. Bin nur noch ein Hin und Her gelaufen hier. Ich brauche eine größere Tasche. Oh, hier Steine. Level up. Okay. Laufen. Puh, betreten. Jetzt haben wir erstmal wieder ein paar Sachen, die wir hier reinschmeißen können. Seil fertig. Steine fertig. Das wird noch der braune Matsch und die Nägel. War das hier gewesen? Hier? Oder hier? Und wieder hier. Ich denke mal, jetzt kriegen wir bestimmt alles. Hoffe ich. Oh, hier, den brauchen wir. Den brauchen wir. Ich brauche auch Steine.
Da sind Nägel. Und das Brett. Hier sind viele Sachen, die ich brauche. Aber schon wieder alles voll. Nein. Laufen. Meine Energie wird immer weniger, meine Ausdauer von hin und her laufen. Jetzt wieder schnell schauen, ob ich irgendwie Sachen verbauen kann. Kleber. Hier brauche ich noch Schrott. Hier jetzt essen, essen, essen. Das, das und. Ich möchte eine neue Kiste bauen, deshalb habe ich mir Holz genommen. Diese Schnüre, aber ich glaube, ich bräuchte noch Steine. Ich schau gleich nochmal nach. Gummireifen brauchte ich die nicht auch fürs Auto? Nee. Einmal Nägel noch und einmal Schmutz oder Schlamm. Hier noch diese Scharnieren, 5 Stück. Scharnieren und diese Holzbretter. Ja. Müssen wir mal kurz schauen, was wir bauen können. Haben wir. Ich brauche eine Kiste. Ich brauche ein Holz und ein paar Steine. So, dann werde ich noch einmal kurz rüberlaufen und dann war es das auch schon für heute. Also Steine holen. Steine holen und Holz holen. Da, Stein. So, jetzt werde ich mein Auto mit Magnetlauf hier
eine Tasche voll machen mit den Steinen. Das Metall. Das Wasser wird das auch rein. Wenn wir gleich sehen. Und ich gucke diese Metallstücke, Holz. Schön. Das läuft wie geschminkt. Ja, mach da. Das ist gut. Da macht er schon. Das ist schön. Also, ich habe jetzt vor, zu probieren, die paar Sachen, die da noch offen sind, fertig zu machen. Und dafür brauche ich, dass ich eine Kiste baue. Und auch ein paar Sachen da noch vor eintragen, einsetzen. Schön. Metall und Matsch. Holz auch noch ein bisschen, okay. Ich muss etwas essen. Habe ich das hier auch mitgenommen? Alles weg. Wir haben erstmal die Sachen, die wir jetzt brauchen, laufen schnell zurück. Und dann fertige ich jetzt sofort eine Truhe an und so Haus. Erstmal bauen. Erstmal die Truhe bauen, Holzkiste bauen. Eine. Okay. Haben wir. Dann schauen wir mal hier nach. Ich brauche 5 Scharnier, 5 mal Metallschrott. Einmal Nägel, Schlamm. Zack, Hammer. Habe ich hier was von? Ich glaube nicht. Eine Spule habe ich. Nee. Was brauchen wir hier? Habe ich nicht, habe ich nicht, habe ich nicht. Und hier brauche ich die Bretter, habe ich nicht. Trick 7. Verwenden. Jawohl. Jetzt kann ich die wieder hier reinschmeißen. Zack. Wir werden uns jetzt mal ein bisschen wieder ausrüsten. Ich brauche Kürbisse, Steine, das habe ich nicht. Okay. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal schnell die verwenden.
Einmal Pokal schauen. Was haben wir hier? Okay. Okay. Hier haben wir das. Okay. Dann haben wir hier. XP. Schön. Bis gleich. Okay, ich habe 2 Drehs bekommen. 1 und 2. Oh, die Spule, schön. Nochmal? Nee. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Warte, das mal. Okay. Dann würde ich mal sagen, ja, habe ich die Post gekriegt. Ach, die Sachen, die ich gerade gewonnen habe beim Drehen. Ich kann noch 11 Sachen bauen. Ne, ich brauche jetzt nichts. Oh, das. Das ist doch wichtig. Doch nochmal schnell was gebaut hier. Gucken wir mal rein. Gut. Muss man damit jetzt doch was machen mit dem Blumenbeet? Ah, Kürbiskerne. Kürbiskerne. Wo waren die gewesen? Da. Und. Okay. Gut, dann haben wir jetzt aber das Bild haben wir auch. Sachen herstellen. Da kann man auch ziemlich viel bauen später. Also Sachen herstellen, die Sachen habe ich alle. Keule könnte ich noch bauen, die brauche ich aber gerade nicht. Wofür sind die? Für Angriff? Herstellen, Level, Schaden, ich hatte einen kleinen Menschen modelliert, aber dabei kann es heraus. Okay. Gut, dann will ich jetzt mal sagen, das war's für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Thank you.